Explosionen in der ostukrainischen Stadt Rubizhnye in der Region Luhansk. Die russischen Angriffe auf dieses Gebiet und auf das Gebiet Donetsk sollen nach ukrainischen Angaben zugenommen haben. In diesen Keller sind Zivilisten geflüchtet. Wir sind etwa 3 Kilometer im Bombenhagel gelaufen. Wir hatten riesige Angst. Auch die Region Charkiw im Osten der Ukraine soll wieder unter russischem Beschuss stehen. Am Montag sollen 3 Menschen getötet worden sein. Das sei Völkermord, sagt dieser Soldat und ergänzt: Ich glaube, sie machen das mit Absicht, diese ganze Zerstörung der zivilen Infrastruktur. Sie tun alles, um den Leuten Angst einzujagen. Mitten im Krieg gedenken die Menschen in Slavutic in der Nähe des ehemaligen Kernkraftwerks Tschernobyl der Opfer der Atomkatastrophe vor 36 Jahren. Mit dabei der Bürgermeister der Stadt. Die mehrere Wochen dauernde Besetzung des Kraftwerks durch russische Truppen sei eine reale Gefahr gewesen, sagt er der ARD. In Zeiten des Krieges gelten keine Regeln mehr. Russland hat gezeigt, dass es diese Regeln nicht beachtet und dass es keine Sicherheit mehr der zivilen Atomnutzung gibt. Jede Kriegspartei kann jederzeit ein Atomkraftwerk besetzen, das dann außer Kontrolle geraten kann. Derweil weiten sich die Kampfhandlungen offenbar auf die von prorussischen Separatisten kontrollierte Region Transnistrien in der Republik Moldau aus. Gestern wurde das Ministerium für Staatssicherheit getroffen, heute nach Behördenangaben diese Funkmasten. Moldaus Präsidentin wirft Russland Provokationen vor. Der Kreml droht indirekt mit einem Eingreifen in der Region.